Hallo an die Geräte zu Hause, mein Name ist Christian Schlegel. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets und möchte mit euch an diesem Dienstag, den 17. März um 17.32 Uhr die Warta besprechen. Die Warta liefert noch keinen 5-Jahres-Chart, das muss dazu sagen. Dieser hier vor euch liegen ist eine Kerze, ein Tag vom 24.11.2017. Wir haben insgesamt eine ziemlich heftige Phase und ich suche die Werte, die in den letzten, sagen wir, 2, 3 Wochen deutlich mehr verloren haben als der Schnitt des Marktes, und dazu gehört Warta. Warta, ich gehe auch gleich mal ein bisschen näher ran, gehört zu den besten Aktien des gesamten letzten Jahres. Das ist hier die Bedingung, die Bewegung von Januar 2019 von 24 hoch bis über 120. Und davon haben sie jetzt mehr als die Hälfte abgegeben. Also von dem Kurs von über 120. Und ich finde, das ist in diesem Fall nicht gerechtfertigt. Es gibt andere Werte, wo ich das eher verstehen kann, wie zum Beispiel eine TUI, Reise, Kreditkartenfirmen, American Express, sowas ist auch gleichzeitig ein Reisebüro. Oder natürlich Lufthansa. Ich sehe keine echte Begründung darin in Warta. Und deswegen wollte ich diese Aktie mal mit Ihnen besprechen. Wir haben also hier, ich mache mal das Fadenkreuz rein, wir hatten hier am 4.12. letzten Jahres hatten wir das Hoch bei 128 und jetzt den Tiefskurs am Montag gestern, am 16.03. bei 50,50. Mir fallen hier verschiedene Dinge auf und ich muss jetzt einfach mal Corona kurz beiseite schieben, weil Corona beherrscht unser Leben und beherrscht natürlich auch die Aktienkurse. Aber irgendwann muss ich auch mal wieder zurückkommen zu dem, was ich eigentlich mache. Und dazu bin ich technischer Analyst und mir fallen vor diesem Hintergrund einige Dinge auf. Das eine ist, die Bollinger Bänder gehen wieder leicht zusammen. Ganz leicht, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, ich sage das immer wieder, hat hier oben die Richtung geändert. Das ist für mich ein Zeichen der Stabilisierung. Diese Stabilisierung, wir waren gestern außerhalb des unteren Bandes, wir sind wieder drin, auch wenn wir heute eine kleine schwarze Kerze haben. Wir haben aufgesetzt auf dem Hoch, was wir hatten von Mai letzten Jahres und diesen beiden kleinen Tiefs hier, das ist ein kleiner Doppelboden, den kann man durchaus so nennen, was wir hatten im Juni und Juli. Dieser Bereich hier sind die 51,90. Was mir gestern am Montag sehr gut gefallen hat, ist das beginnend auf einem sehr tiefen Niveau und sich dann das kontinuierliche Hocharbeiten. Dass wir heute wieder darauf etwas nachgeben, nehme ich zur Kenntnis, aber noch nicht ernst. Wir haben über das MACD, über die moderne Sichtweise immer wieder einen kürzeren Histogrammbalken. Gefällt mir also auch sehr gut, ist ebenfalls positiv. Und die Stochastik hat noch nicht ganz die 20 erreicht, schickt sich aber an, das zu tun. Morgen am Mittwoch, Schlusskurs, werden wir dazu mehr wissen. Gleitende Durchschnitte, weiter negativ. Und wir haben diesen sehr, sehr schönen Trend, der fast vom All-Time-High kommt. Ich ziehe ihn nicht über den Hochpunkt hier, ich mache es mal größer, sondern ich nehme in diesem Fall den Punkt mit dem meisten Umsatz, und das ist die Eröffnung hier gewesen von gestern, darüber ziehe ich ihn. Deswegen lege ich also für morgen mit bei Warta bei 74,067, wo sich dieser Trend befindet. Ich möchte, und das werde ich auch als Überschrift machen, dem Wert sagen, er hat mehr Potenzial als Risiko. Und das Potenzial erachte ich in dem Bereich 20-Tage-Linie und eben diesen Downtrend. Es gibt gar nicht so viele Scheine auf die Warta. Ich wollte die hier mit Ihnen durchgehen. Und zwar interessiert mich im Moment dieser Schein hier von der UniCredit, ein Open-End-Schein, ein zeitlich unlimitierter Schein mit der Basis 48,02. Hier ist die Kennnummer HZ805A. HZ805A. Ich mache diesen Film jetzt also nach 17.30 Uhr, deswegen ist der Spread hier etwas größer zwischen Geld und Brief, der passt sich während des Tages an. Das wäre der Schein, der relativ nahe liegt. Also der 48er liegt ungefähr hier. Aber wenn mir die letzten Wochen eins bewiesen habe, es ist nicht zwingend notwendig, eine Basis zu nehmen und auf Hebel zu verschichten, die vielleicht hier unten liegt. Weil bei der gesamten Bewegung, die wir in den letzten Wochen hatten, kann es passieren, dass man abends hier ist, hat einen Schein und am nächsten Tag ist der schon hier unten. Da ist dann ein Schein, der näher dran ist, sagen wir mal, günstiger. So möchte ich es gerne formulieren. Schauen wir mal auf die Shorts.
einen Short. Ich sehe momentan noch keinen Grund dafür, weil ich, wie gesagt, dem Wert mehr Potenzial als Risiko gebe. Kann ich erst hier oben drüber idealerweise sogar noch hier über der 200-Tage-Linie legen. Ich drücke bei dem Tool auf Short, wähle den zeitlich unlimitierten, stelle meinen Hebel ein. Und wenn ich einen nehme, der hinter der 200-Tage-Linie liegen soll, finde ich diesen hier, das ist eine Basis 81,88. Das ist im Moment ein Zweierhebel. Also das ist schon wirklich sehr wenig. Es ist mit der Kennnummer HZ7PNZ. Das ist momentan nicht meine erste Wahl. Ich möchte erst dem Wert ein bisschen mehr noch Potenzial geben, dass er durchaus bis hier oben hingehen kann. Dann steigt auch der Hebel. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.